Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Pein. Und wir springen direkt, also ich habe ewig gewartet noch und es hat sich nichts getan. Wir springen jetzt im Grunde da rein, wo es das letzte Mal quasi Auto gespeichert hat. Und zwar nach dieser Filmsequenz, wo welche unseres Volkes vorbeigelaufen sind. Ich weiß, wir haben Bevölkerung gleich null und wir werden jetzt wahrscheinlich gleich wieder von den Crockern angegriffen. Insofern, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt einfach mal gespannt, ob wir das schaffen werden. Ja. Der bleibt heute hoffentlich mal hier drin im Lager und geht nicht raus, um da zu kämpfen. Ach, er geht raus. Ey, das ist... Und da kommen nämlich schon die Crocker. Ja, super. Und weg. Und weg, und weg, und weg. Yes, gut. Okay, ich gehe auf den Pfeil. Ich rüste... Moment. Zum Glück ist da wenigstens pausiert das Spiel. Wenn du hier drauf gehst, um dann Pfeile auszurüsten. Die da werde ich ausrüsten und wir werden... die beschießen, so wie es nur geht. Ich will das diesmal heute schaffen. Heute will ich es schaffen. Mit allen Mitteln. Yes. Okay, ich werde mal ganz kurz jetzt die anderen Pfeile ausrüsten. Auch natürlich wieder die Anspannung, ist ganz klar, ne? So, der hat ja nur noch einen Schlag gebraucht. So. Nein, Wechsel auf Pfeil und Bogen, bitte. Du bist so langsam. Ich muss die nur ablenken, dass die mir die ganze Zeit auf ihn hier losgehen. Den habe ich zumindest erledigt. Ja, verdammt. Ah, weg. Ich will das heute schaffen. Nein! 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 Weg hier! Ich wollte was essen! Verdammt! Könntet ihr bitte in die Falle reinlaufen? Hier entlang, bitte, hier entlang. Ja, danke. Der eine braucht ja nur noch einen Schlag, weißt du? Da habe ich jetzt damit die wieder... Okay, dann kann ich jetzt halt erst mal einsammeln. Ist in Ordnung. Oh Mann, suspended, hilft der Pakt Spezies bei der Rückeroberung des Dorfes Moorflucht. Verteidige das Dorf, okay. Also, wir müssen hier bitte einmal setzen. Und da anscheinend das Dorf jetzt wieder frei ist, sollte normalerweise, jawohl, sollten normalerweise unsere Elchbrüder jetzt halt hier wieder herkommen. Und ich werde jetzt tatsächlich, ich muss jetzt einfach mal speichern. Ich muss es tun. Hier drauf. So. Ich bin ja so gespannt jetzt. Ich will das unbedingt schaffen. Es ist natürlich, also ich hätte das Dorf definitiv ausbauen müssen. Weil in dem Zustand mit nur zwei Leuten ist es einfach... Das ist nix. Wenn man es mal jetzt halt harmlos ausdrückt, ja, dann ist es nix. Da können wir eins essen. So, dann sind wir nämlich fast voll. Und ausrüsten tue ich jetzt mal die zwei hier. So. Jetzt müssen wir halt mal ganz kurz warten, ne? Also die
Brüderchen, die werden dann schon kommen, denke ich. Auch jede Sekunde. Dass die das Dorf hier wieder übernehmen. Und dann hoffe ich ja sehr, ich muss mich nochmal bequemer hinsetzen. Immerhin sitze ich schon ein paar Stunden im Stuhl jetzt gerade. Und dann hoffe ich, dass das an auch zwei, drei mehr Leutchen sind. Das wäre schon super. Ich höre sie laufen. Von unten kommen sie, jawohl. Oh, yes. Das sind mehrere. Das ist gut. Okay, und jetzt verteidige das Dorf gegen Überfälle. Was passiert jetzt? Oh, wir haben die Hälfte. Okay, Leute, ich bin jetzt halt einfach so. Ich tue nochmal speichern. So. Ich schnappe mir zum einen das da. Und werde jetzt einfach wirklich warten. Ich hoffe, keiner von denen läuft jetzt raus. Es sollten im Normalfall jetzt halt nochmal die Crocker kommen. Und wenn die Crocker da waren, dann eben noch die Hühner. Es hat jetzt gerade Auto gespeichert. Das ist auch gut. Tja. Ist nur die Frage, von wo werden sie kommen? Na, du lässt es gut gehen, oder? Auf deinem Thron. Jetzt hat man wieder die Anzeige nicht, ne? Das ist. Ja, ich laufe rum wie aufgescheuchtes Huhn. Ah, es kommen die Hühner. Alles klar. Nein, ich will nicht hochgehen. Was da? Ja, solange ihr mir folgt, ist es mir okay. Essen? Essen? Achso, du hast wieder nichts in der Hand. Warte mal, zum einen das da. Autsch. Zum anderen dann bitte essen. Nochmal essen. Dann brauchen wir irgendwas Gutes da. Eier. Runterfallen. Gut. Sammelt alles ein. So, da vorne sind noch welche. Also los. Ist was? Auch immer am Rand kämpfen. Was muss ich essen? Und wenn mich natürlich die Verbündeten auch noch erwischen können, ja? Wie viel Sinn macht das dann bitte? Das waren. Ah, es kommt noch einmal das. Wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Vermute ich zumindest. Sprich mit dem Dorfhäuptling von Moorflucht. Alles klar, ey. Was war das für ein Kampf? Und ich glaube, das war ganz gut, dass ich mich dann erst einmal abgeregt habe und so das eine oder andere
Verschnaufpäuschen gemacht habe nach dem Fight, der da vorher abging. Es hat nämlich echt ganz schön geschlaucht, also muss ich echt sagen. So, dann sprechen wir halt mal mit dir. Sind das alle? Warum so wenige? Ich habe Maria noch nicht gesehen. Hat irgendeiner deiner Leute was über eine alte Dame erzählt, die sich bei der letzten Gruppe befand? Alte Dame? Ich hatte einen Trupp Krieger erwartet. Ich fürchte, mehr sind von uns nicht übrig. Ich muss Ilmer finden. Tu, was du tun musst. Ich glaube, es gibt keine Berichte über weitere Überfälle. Vielleicht schaue ich irgendwann mal bei eurer neuen Heimat vorbei. Viel Glück, Yu. Ich danke dir. Ich danke dir. Oh, Moment, ich wollte mal ganz kurz runter zum Händler. Ich bin ja nicht so. Ich würde denen nämlich gerne ein bisschen noch was abgeben von meinem Zeug, was ich habe. Oh Mann, ist auch ganz schön angeschlagen, ha? So, und zwar, das sind ja alle Sachen, die wir im Grunde wieder drin haben, ne? So, da zwei, dann bekommst du da mal zwei, da noch einen, da drei, da kriegst du fünf, da kriegst du mal noch zwei Stoffe, drei Stoffe. Davon haben wir auch einige, also eins davon. Essenstechnisch Watschelzahnspeck, gebe ich euch davon noch was. Wir müssen einfach ein bisschen denen unter die Arme greifen. Jetzt haben die uns echt gut geholfen. Stumpffels werde ich auch wieder sammeln können. So, dann geben wir denen auch noch diese Erhöhungen. Zwei davon. Und dann ist gut, denke ich mal. Weil ich glaube, die haben eh nichts. Nee, die haben eigentlich nur die Sachen drin, die wir schon denen gegeben haben. Also von daher. Unser Dorf hat etwas gebraucht und du hast uns damit geholfen. Das werden wir nicht vergessen. Das hoffe ich doch sehr. Und ich hoffe auch sehr, dass es dem Volk hilft, groß zu werden. So, wir sollen in die Richtung. Alles klar. Machen wir. Meine Güte, was waren das für Kämpfe? Ich könnte mich immer noch drüber aufregen. Oh ja, komm. Einen Alpafanten hier. Danke. Also ich denke, man hat es im letzten Part auch gemerkt, dass ich extrem gefrustet war dann irgendwann. So, ich glaube, ich lasse dich hier wieder frei, aber ich lasse dich auch in Ruhe. Immerhin hast du mich hierher gebracht und ich stelle mich wieder an, um da ein paar Felsen hochzuhüpfen. Es tatsächlich geschafft, unser Volk umziehen zu lassen. Okay, aber das da müssen wir trotzdem noch machen, ne? Da frage ich mich jetzt halt nur, wie sind die rübergekommen? Keiner hat das Licht angemacht, Mensch. Hätte sie gleich runterspringen können. Yes, wir haben es geschafft. Sieh an, gefangen wie ein Fluffy im Schlamm. Aha. Die Völker und die Tambas. Wer sind von ihnen nicht mehr übrig? Nicht ganz die Armee, von der du gesprochen hattest. Es spielt aber keine Rolle. Die Menschen haben ihre Natur abermals unter Beweis gestellt. Sie sind Schädlinge und werden sich so lange ausbreiten, bis alles ihnen gehört. Wir sollen sie ein für alle Mal aufhalten. Wir sind keine Schädlinge. Wir haben nichts Falsches getan. Wir brauchen nur einen sicheren Ort zum Leben. Wir werden uns nirgendwo einmischen.
Sie scheinen nicht so gefährlich zu sein, wie Sie die Geschichte des Irrtums erscheinen lassen. Schwach sehen Sie aus. Und verängstigt. Ich glaube, Sie sprechen die Wahrheit. Ich stimme zu. Ich weigere mich, bei diesem Völkermord mitzumachen. Schwachköpfe, wenn wir jetzt nicht handeln, wird sich die Geschichte wiederholen. Ich werde sie eigenhändig erledigen. Aha. Das Huhn. Okay, das heißt, du willst also gegen mich kämpfen? Oh. Na gut. Oh. Essen? Oder warte mal, auch das da wäre zum einen ganz gut. Und dann sollte ich vielleicht... Moment. Dir? Und dann... Weil jetzt, das ist, wenn das jetzt nur der eine Gockel da ist. Kannst du jetzt... Achso, jetzt schon wieder nichts zum Essen. Ernsthaft? Ich sehe nichts. Könnten wir mal ein bisschen mehr ins Rampenlicht gehen hier? Bitte? Hallo? Hier bin ich. Steckt im Felsen fest, oder was? Die steckt tatsächlich im Felsen fest. Okay, dann essen wir halt immer ganz gemütlich. Das ist aber jetzt auch blöd, oder? Also das Essen dauert halt extrem lang, muss ich sagen. Na komm, jetzt ess halt. Das werde ich nicht machen. Wir sind nicht gefährlich, wir sind widerstandsfähig und jetzt suchen wir nur nach einem Ort, den wir zu Hause nennen können. Nun gut, wir werden euren Stamm in Ruhe lassen, solange ihr euch uns in Ruhe lasst. Wir warten nicht, euch nochmal auf dieser Insel zu sehen, Mensch. Yes. Wir haben es geschafft. Wir haben unser Volk befreit. Eine wirklich schöne, nette, kleine Geschichte. Muss ich echt sagen. Auch wenn das Kampfsystem, boah, gar nicht wirklich für mich jetzt gedacht war. Aber ansonsten muss ich sagen, also mit 40 Parts sowas habe ich durchaus gerechnet. Ja, also ich bin im Grunde sehr zufrieden. Ich habe natürlich am Anfang mich sehr hart getan, sehr schwer getan mit der Steuerung mit Maus und Tastatur. Aber an sich auf den Controller umzuwechseln, war auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Und ja, ich muss sagen, hat gepasst. So, neue Quest, ein angemessener Abschied. Hol dir einige Blumen von Ilmar. Du bist nicht Ilmar. Gary? Ju, du hast es geschafft. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, aber du hast es tatsächlich geschafft. Hättest du es nicht für möglich gehalten, so. Ist denn keiner da, der die Lichter anmachen kann?
So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Hey, Ilma. Jo, hier sind die Blumen. Grüß ihn von mir. Danke, Ilma, das werde ich tun. Okay, bring die Blumen zu Amman. Zu Amman? Haben die sein Grab hierher? Ich will nicht mit allen sprechen. Nö, nö. Oh, komm ich da hoch? Ja. Habe ich jetzt die Blumen da gelassen, oder was? Kann das sein? Vermassel ich jetzt ja gerade den Schluss so arg? Und zum Glück können wir rennen. Wir können auch noch was essen. Moment. Dann sind wir nämlich full energized. Ich wollte mich nur wegen dem Weg schon mal vergewissern, dass ich dann auch richtig laufe. Oh, da sind sie tatsächlich. Willst du mich verarschen? Eine schöne Geschichte, muss ich sagen. Ein nettes kleines Game. So. Jetzt aber. Danke, Amman, dass du mir den Weg gezeigt hast. Ich hoffe, dass du in unserer neuen Heimat jetzt zur Ruhe kommen kannst. Ich habe es für dich getan. Quest abgeschlossen. Errungenschaft freigeschaltet. A new home. Yes, haben wir es tatsächlich jetzt geschafft. Ah, toll. Es gibt natürlich noch so die ein oder andere Sidequest, aber mir hat jetzt die Hauptquest eigentlich gereicht und ich muss eigentlich diese Nebenquests nicht machen. Also von daher denke ich mir, wir haben einen sehr guten Abschluss hinbekommen, auch wenn der letzte Part wirklich voller Fights war und mich sehr gefrustet hat. Aber gut, so ist es halt nun mal. Ich würde sagen, ich lasse noch den Abspann durchlaufen. Und ja, möchte mich bei euch bedanken für die Likes, für die Kommentare und wünsche euch auf jeden Fall nur das Beste, noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.